Social Klar TV mit Social Sarah. Herzlich willkommen in der Sendung. Danke, ich freue mich sehr. Schön, dass du dabei bist. Hast du zwei Highlights, die du uns heute mitgebracht hast, die du schon mal so ein bisschen ankündigen kannst? Ja, es geht einmal um die wunderbare türkische Riviera, wo es uns auch morgen hin verschlagen wird im Urlaubschecker, und einmal um Deutschland. Also wirklich zwei unterschiedliche Reiseziele für die erzgebundenen Reisen, wie es so schön heißt, also für diejenigen, die mit dem eigenen Auto anfahren, und natürlich die klassische Pauschalreise. Übrigens, wir haben natürlich das Black Weekend auch ein bisschen verlängert. Wir haben es gedehnt. Wir haben praktisch bis übermorgen, bis zum Donnerstag verlängert. Und wir haben eine Übersicht hier, das würde dich auch interessieren, Sarah, wahrscheinlich. Ja. Weil wir haben mal unterlegt oder alle Angebote im Black Weekend aufgeführt. Und die roten sind schon ausgebucht. Also 100% die Auslastung sieht man hier ganz hinten. Natürlich die beiden Labrandas, ne? Das ist so. Unsere beiden jetzt noch das Labranda und dann haben wir eine Labranda ist noch frei. Ja. Da das Lassette ist noch frei, oder? Bitte? Warst du da nicht erst? Genau, da habe ich einen Urlaubschecker für euch gemacht. Ja. Weiß ich noch. Im Census Resort, wirklich jetzt ganz toll, kann ich nur empfehlen. Wir hatten ein bisschen Pech mit dem Wetter, aber selbst das war überhaupt nicht schlimm, weil das liegt ja in so einem Kiefernwald und das duftete durch den Regen im Sommer total nach Kiefern, also wie so ein Saunaaufguss. Das war großartig. Sah auch richtig schön aus. Wer sich übrigens anschauen möchte, ist natürlich auch in unserer YouTube-Playlist Urlaubschecker. Und wir sehen hier noch, welche Zimmer bzw. welche Hotels noch wirklich Kapazitäten haben. Das Premium-Schiff und das AMC Royal, also eine Nil- und Rote Meer-Kombination. Genauso wie das B&B Resort in den Vereinigten Arabischen Emiraten und auch das Water Side, natürlich an der türkischen Riviera, wie das Penta Hotel Special, auch noch frei. So, und bevor wir zu Sarah als meiner Prominenten heute in der Sendung kommen, schalten wir zu einer anderen, nämlich zu Maren Gilzer, Glücksrad-Dame und natürlich Dschungelkönigin, die ist zusammen mit der Astrid in Astrids Heimat- oder Wahlheimatsland, nämlich in Ägypten, unterwegs. Promis im Urlaubsparadies, das ist ja das Motto. Und mit der Maren haben wir wirklich einen Promi, meine Dschungelkönigin wohlgemerkt, die ja vor uns auch eines ist. Royale Promi sogar. Das ist mehr als Prominenz. Das ist wirklich blaues Blut, möchte man fast sagen, im Urlaubsparadies. Und wir freuen uns, dass sie natürlich nicht alleine dort ist, sondern mit der Astrid. Und die beiden sind in einem wirklich sehr, sehr schönen Hotel, wie ich finde, nämlich im Mosaik Beach Resort Taba Heights. Taba Heights, muss man vielleicht kurz erklären, ist ja wirklich ein sehr mondäner Badeort, also wirklich was ganz Schickes dort am Roten Meer. Und nach 5 Jahren haben wir es endlich wieder im Programm. Das finde ich sehr, sehr schön, dass wir das Mosaik Beach Resort wieder bei uns im Programm haben. Ist von der Orascom-Gruppe übernommen worden und die hat gesagt, sie wollen ein ähnliches Konzept wie in Elguna dort aufbauen. Da kann man sich drauf freuen und wir können erste Eindrücke auch gewinnen. Dort vor Ort, wie gesagt, Astrid und die Maren. Und ihr habt da, glaube ich, einen ganz, ganz tollen Ausblick, wenn ich das richtig sehe, oder? Genießt mal den Ausblick an diesen wunderschönen Strand. Ein herzliches Willkommen hier aus Taba Heights. Wir freuen uns, diese neue Destination oder die alte Destination neu anbieten zu können. Ja, Taba Heights ist auch für uns vollkommen neu. Es liegt in Ägypten, es liegt im Sinai, es ist Südsinai und es liegt am Golf von Aqaba. Der Golf von Aqaba, das ist eine riesenlange Bucht, 175 Kilometer lang. Und wir liegen wirklich an der äußersten Zunge. Deswegen heißt es hier auch das Vierländereck. Denn neben uns ist Israel, gegenüber ist Jordanien und Saudi-Arabien. Und das Schöne hier ist, Taba Heights ist ein ähnliches Konzept wie Elguna. Wer also Elguna kennt, der weiß, es gibt zum Beispiel das Dine Around. Und man kann hier noch zusätzlich den ganzen Strand nutzen. Das haben wir in Elguna nicht ganz so häufig, aber hier ist dieser Strand ellenlang. Und ich bin hier ja auch bei der Liege von Maren Gelzer. Und denke mir, wo ist sie denn? Weil sie wollte Strandspaziergang machen, ja. Aber ich wusste jetzt nicht, dass sie so lange unterwegs ist. Und ich sehe gerade, sie hat sich einen einfacheren Weg gesucht und macht vielleicht schon ein Training für unseren Ausflug. Denn ich habe natürlich, wenn wir hier schon mal sind, einen Ausflug ins Auge gefasst, den man machen muss. Nämlich den Besuch ins Katharinenkloster und an den Mosesberg. Ja.
Und du? Ich habe schon fleißig für morgen trainiert. Also das Auf- und Absteigen, da muss ich noch ein bisschen Gymnastik machen. Aber es klappt schon ganz gut. Ja, also eigentlich müssten wir auch noch ins Fitnessstudio gehen und an den Stepper gehen. Ja. Denn tatsächlich der letzte Aufstieg, also die ersten 2,5 Stunden, dürfen wir auf dem Kamel reiten. Übrigens, das Ganze findet in der Nacht statt, weil wir zum Sonnenaufgang da sein müssen. Und danach müssen wir wie viele Stufen laufen? 700 Stufen, und die machen mir mehr Sorgen als der Kamelritt, ehrlich gesagt. Ja, das glaube ich auch. Aber wir schaffen das. Wer im Dschungel war, der wird ja wohl auch 700 Stufen schaffen. Wenn ich es nicht schaffe, musst du mich tragen. Ja, gegenseitig werden wir uns schützen. Mit gesammelter Frauenpower werden wir den Mosesberg erklimmen. Und dann fallen wir auf die Knie und alle denken, wir beten. Im Grunde genommen sind wir nur fertig. Ja, und danach, wenn wir wieder kommen, dann genießen wir natürlich alles Schöne hier. Ja. Relaxen. Oder, und Massage. Ja, Massage oder ein Bad hier. Mhm. Wir sind ja jetzt hier im Strand Golf und Beach Resort oder auf Englisch Strand Golf and Beach Resort. Mhm. Und da gibt es ja was ganz Besonderes. Ja, da gibt es den Lagunensee, der mit Salzwasser gefüllt ist, also ein ganz natürlicher See. Und das ist natürlich zum Entspannen, für die Muskulatur besonders gut. Es ist toll für die Haut, also ein guter Tipp auch für all diejenigen, die Hautprobleme haben, so Schuppenflechte oder sowas in der Art. Da hat man keinen Wellengang und kann wirklich ganz relaxed in der Lagune schwimmen. Also, und wenn ihr das selber erleben wollt, dann gibt es nur eins: Buchen. Buchen und herkommen. Richtig. Ja. Tschüss. Tschüss. And Beach and Golf Resort in Tava Heights, ein wunderbares Hotel, der Strand großartig gelegen. Und auch ihr habt im Social-Bereich ein bisschen was vorbereitet, ne? Ja, wir haben natürlich auch Promis im Urlaubsparadies bei uns ganz prominent auf den Kanälen. Zum Beispiel auf YouTube haben wir extra eine Playlist angelegt, auf der man sich all die Schalten mit der Astrid und auch noch ein paar andere Videos und Goodies, die sie uns so zukommen lassen hat, angucken kann. Zum Beispiel haben sie eine Wanderung auf den Mosesberg gemacht und dann einen wunderbaren Sonnenaufgang gefilmt, genau. Der Cursor ist gerade auf dem Video. Richtig schön, tolle Stimmung in dem Video und auch etwas, was man da in der Gegend unbedingt machen sollte. Also das ist, glaube ich, das Schöne auch bei Sonnenklar TV, dass wir eben nicht nur Filme haben, nicht nur die Möglichkeiten haben, ganz bequem bei uns zu buchen, bei unseren Reiseexperten am Telefon oder eben online, sondern dass wir eben auch noch Zusatzinfos und ein paar Schmankerl immer noch bereithalten. Und dafür seid ihr auch da, ne? Ja, wir sind auf allen Kanälen quasi präsent. Auf allen Kanälen können Sie uns erreichen, können Sie das Hotel buchen. Wir zeigen Ihnen mal das Strand Beach and Golf Resort Tava Heights. Ganz wichtig dabei, was ich sehr, sehr schön finde und was ganz Neues auch, dass es ein Dine-Around in Tava Heights gibt. Das heißt, Sie haben nicht nur die Möglichkeit, im Hotel zu essen, sondern Sie können auch ein bisschen rausgehen, ein bisschen flanieren gehen und abends das ein oder andere lokale Restaurant zu nutzen. Mehr Infos dazu auch bei uns auf der Webseite. Und erste Bilder haben wir in Bildern natürlich jetzt für Sie. Geschützt von majestätischen zimtfarbenen Bergen und direkt am Roten Meer liegt ein kleines Urlaubsparadies. Ein wohlbehüteter Garten Eden, in den wir Sie einladen möchten. Kommen Sie mit in eine Welt, wo Entdeckerfreude belohnt wird. Wo es von Sonnenbad zu Souvenireinkauf nur ein paar Schritte sind. Wo Tradition und Moderne wunderbar harmonieren. Kommen Sie mit uns nach Tava Heights. Für Ihren Aufenthalt haben wir Ihnen mit dem 5-Sterne Strand Beach Resort eines der direkt am Strand liegenden Hotels gesichert. Nur ein paar Schritte davon entfernt erwartet Sie Ihr Upgrade, ein hübsches Doppelzimmer in erster Strandreihe. Bei einem Spaziergang in der großen Außenanlage dominieren vor allem die Farben Grün und Blau. Sattgrün sind die vielen Pflanzen und hellblau das erfrischende Wasser im Pool. Und wie wäre es danach mit einem goldgelben Abstecher an den Strand, begleitet von einem Getränk Ihrer All-Inclusive-Verpflegung? Dabei immer im Blick das Azurblau des Meeres, das sie magisch anziehen wird. Komplettiert wird der farbige Reigen durch das blassgrün schimmernde Wasser der hoteleigenen Lagune
wo Sie auf einem Liegestuhl von den bunten All-Inclusive-Buffets träumen können. Und von den zwei à la carte Dinnern, die wir Ihnen spendieren. Und vom umfangreichen Dine-Around-Angebot, bei dem Sie jeden Abend ohne Aufpreis ein anderes Spezialitätenrestaurant besuchen können, wie den Mexikaner, das indische Pub oder den Asiaten. Taba Heights, das kleine Urlaubsparadies zwischen zimtfarbenen Bergen und rotem Meer. Das finde ich mal eine schöne Formulierung. Das ist wirklich so und Sie können es sehr, sehr günstig genießen. Der März, der ist hier mit 499 Euro schon richtig günstig. Aber wenn Sie ein richtiges Schnäppchen machen wollen, dann denken Sie jetzt an den Dezember oder den Januar. Da hätten wir nämlich den Eckpreis von 449 Euro. Der November wird ein bisschen eng, weil der ist schon vorbei. Februar 459 Euro, der April 529 Euro, der Mai 479 Euro. Der Juni, aber Sie sehen auch, der Juni 479 Euro, also wirklich marginal. Preisänderungen. Von Sprüngen kann man hier gar nicht reden. Allenfalls von Höpschen. Denn das ist wirklich fast immer der identische Preis. 3 Wochen können Sie bei uns bereits ab 850 Euro buchen. Also Sie merken, da haben wir richtig mal ein super Angebot, was das Preis-Leistungs-Verhältnis anbelangt. Und Sie kriegen ja auch hier wieder zahlreiche Upgrades. Upgrade auf dem Doppelzimmer Beachfront. Der Wert hier knapp 190 Euro. Zweimal Abendessen im à la carte Restaurant und die Minibar wird auch noch einmal pro Aufenthalt mit Softdrinks einfach aufgefüllt. Die Angebotsnummer oben links steht sie. Einfach aufschreiben, rein ins Internet oder anrufen mit der 213375. Fliegen Sie nach Taba Heights. Social Club mit der Sarah und der Villa Side Residence. Der Name sagt schon, wir sind an der türkischen Riviera. Und du kennst das Hotel persönlich. Ja, ich war im Januar selbst dort, um da ein paar Schalten zu machen. Da hatten wir die Hatice und ich als Außenreporterin. Und ich habe es sehr, sehr positiv erlebt. War ein sehr, sehr schönes Haus. Und das Besondere ist auch, dass es eines der wenigen Hotels ist, das auch dort noch im Winter offen hat. Also. Kann man auf jeden Fall empfehlen. Hast du dort auch gegessen? Erzähl ein bisschen was zum Essen, weil das ist ja für mich immer... Da muss ich weit ausholen, weil es ist ein riesiges Buffet. Es ist eine wahnsinnige Show, die da abziehen mit dem Essen. Auch immer wieder die Köche, die dann durchs Lokal gehen und trommeln und eine Show machen und sowas. Und ich sag immer wieder, allein was es dort an Salaten gibt, an Kräutern und so, die man hier gar nicht mehr kennt, das ist der Wahnsinn. Und was ich auch immer sag, warum nicht mal im Januar, Februar in die Türkei für einen Wellnessurlaub statt hier? Da zahlt man nur einen Bruchteil, ist dafür 7 Tage vor Ort und hat das ganze All-Inclusive-Programm, wie hier zum Beispiel, wenn man nach Tirol fährt, Halbpension und dafür das Dreifache zahlt. Es gibt ja sogar ein Genusspaket, das gilt ja für die gesamten Zeiträume. Daniel, hast du die vielleicht? Dann können wir das auch noch mal kurz einspielen. Denn nicht nur, dass es hier Getränke wirklich rund um die Uhr gibt, wohlgemerkt. Sie bekommen unter anderem noch einmal das Frühstück aufs Zimmer serviert. Bist du, Sarah, eine, die gerne im Bett frühstückt? Ich mag das nicht, wenn ich Krümel im Bett habe. Ich wusste es. Der Vorteil im Urlaub ist, es wird immer sauber gemacht. Dann würde ich es natürlich machen. Habe ich mir auch gedacht. Guck mal, wir sind auf einer Wellenlänge. Ich sehe ja schon. 3-gängiges Menü im Spezialitätenrestaurant. Eine kleine Flasche Wein während des 3-gängigen Menüs ist auch dabei. Dazu eine schöne Käseplatte mit getrockneten Früchten. Obstkorb gibt es auch noch auf den Zimmern. Und dann hat jetzt relativ wenig mit Genuss zu tun. Also insofern, als dass man das schon genießen kann. Aber ein Ganztagesausflug nach Antalya ist auch dabei. Kann ich nur empfehlen. Goldschmieden gibt es da ganz, ganz viele in Antalya. Sollte man unbedingt gemacht haben. Ich war ja mit Hatice und Alex jetzt auch, als wir live in der Türkei waren, in Antalya einen Tag und wir haben da ein Highlight-Video zu Antalya gedreht. Auch nochmal darauf der Verweis, findet man auf YouTube, was man in Antalya unbedingt gesehen haben sollte. Von Moscheen bis hin zu Einkaufen, bis hin zu Restaurants, wirklich toll. Schöne Strandpromenade auch unten da am Hafen. Also diese Klippen kann man schon fast sagen und dann sind da die Paraglider über einem drüber, das ist wirklich toll. Es ist wirklich schade, dass so Städte manchmal wie Antalya eher so als Flughafenstadt irgendwie abgetan werden. Ich war auch überrascht. Ja. Ich arbeite jetzt doch schon seit 2,5 Jahren hier und war ganz überrascht, wie viel Charme Antalya doch hat.
Sehr, sehr schön. Antalya. Und wir haben ein paar Informationen von dir zur Villa Cide Residence. Genusspaket haben wir schon gezeigt. Was schreiben denn, beziehungsweise was sagen denn bei Facebook die Gäste dieses Hotels? Ja, da haben wir zahlreiche Rückmeldungen, ja, weil es ja doch ein Hotel ist, das wir des Öfteren im Programm haben. Wir haben das zuletzt im September gehabt und es hat eine wahnsinnige Reichweite erzielt. Wir haben fast 60.000 Personen mit diesem Beitrag erreicht. Wahnsinnig viele Interaktionen erzielt, ganz viele Likes, Herzchen und einen bösen Smiley vermutlich von jemandem, der das Angebot nicht wahrnehmen kann. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ganz, ganz viele Kommentare und das wurde auch 53 Mal geteilt, finde ich immer ein Indiz dafür, wie gut so ein Angebot ankommt, wenn man das doch direkt mit seinen Freunden teilen möchte. Ja, und die Kommentare sehen sehr positiv aus. Die Birgit schreibt zum Beispiel: Villa Cide Residence, für mich das beste Hotel. Wir waren im Mai da und kommen nächstes Jahr ganz sicher wieder. Oder die Karin: Cide ist wunderschön. Ein ganz besonderes Highlight ist die Altstadt am Abend. Schöne Geschäfte und herrlich zum Bummeln. Stimmt, nicht nur Antalya ist schön, auch Cide hat eine wunderschöne Innenstadt. Markus Muntermann: Das beste Hotel überhaupt. Hagelmann Bier schreibt: Ein super schönes Hotel. Dieses Jahr ganz spontan zum zweiten Mal dort gewesen. Und zum zweiten Mal habe ich auch diesen Kommentar mit reingepackt. Die Martina schreibt: Super Hotel, kann ich nur empfehlen. Und wir hatten dort auch bereits einen Urlaubschecker, das war im August. Da ist die Hatice für uns das Hotel, das war natürlich in der Hauptsaison, da war gerade noch ganz viel los. Und wir haben das auch ganz das, das viele, ist das Hotel? Das ist zufällig gerade ein Foto aus der Einkaufsstraße, beziehungsweise da sind doch auch immer ein paar Kioske, ein paar Souvenirshops im Hotel. Super. Das ist unten, wo auch der Wellnessbereich ist. Ja, dass man auch im Hotel die nötigsten Dinge erschoppen kann. Das ist toll, das sieht aus, als ob du auf wirklich einem ganz tollen Markt bist. Also insofern, ja, das ist, du kriegst wirklich alles, von Sonnenbrillen bis hin zu Sonnencreme oder auch eine Handtasche, kriegt man alles direkt im Hotel. Auch hier die Kommentare äußerst positiv. Die Angelika schreibt: Kommen in 2 Wochen zum 13. Mal. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Super toll dort, freuen uns schon wieder sehr darauf. Oder die Gabi: Sehr schönes Hotel, waren schon 5 Mal dort, hat uns immer gut gefallen. Das ist so ein richtiges Stammurlauber-Restaurant, wollte ich schon sagen, Hotel. Melanie schreibt: War in der Türkei in noch keinem schlechten Hotel, aber das Villa Cide Residence war das allerbeste Hotel, in dem wir bisher waren. Und ich würde es immer wieder weiterempfehlen. Es gibt für uns persönlich nichts Negatives. Also wirklich durchweg positive Posts, die du hier mitgebracht hast. Und das zeigt auch eine andere Zahl, dass das wirklich ein sehr gut bewertetes Hotel ist. Nämlich die Holiday Check Weiterempfehlungsrate sensationell. 94% bei diesem Hotel. Genießen Sie also eine wirklich tolle Zeit. Und genießen ist ja das richtige Stichwort. Das Genusspaket gibt es eben dazu bis zum 18. April, wenn Sie bis dahin reisen. Schnell buchen und auf geht's nach Cide. Zahlreiche Shoppingmöglichkeiten, ein idyllischer Hafen und die Spuren der Antike. Dazu endlos lange Strände, Sonne satt und das kristallklare Meer. All das erwartet Sie in Cide an der türkischen Riviera, kombiniert mit einem wundervollen Hotelerlebnis. Nach nur 3,5 Flugstunden kann der Urlaub beginnen. Im 5-Sterne Villa Cide Residence. Aber nicht nur die türkische Sonne lässt ihr Glücksbarometer ansteigen, sondern ebenso die prunkvolle Einrichtung ihres Urlaubsdomizils. Zur Begrüßung steht auf ihrem Doppelzimmer dank Genusspaket ein Obstkorb bereit. Zudem servieren wir Ihnen an einem weiteren Tag genau hier Ihr Frühstück. Für kulinarische Erlebnisse sorgt Ihre Ultra-All-Inclusive-Verpflegung. Buffets und Showcooking stillen den Hunger, Getränke rund um die Uhr den Durst. An einem Abend lassen Sie sich außerdem ein Drei-Gänge-Menü schmecken. Eine Flasche Wein und eine Käseplatte runden Ihr Genusspaket, das Sie in ausgewählten Zeiträumen erhalten, ab. Zur Ruhe kommen Sie auf jeden Fall im Spa. Eine gute Adresse vor oder nach Ihrem Ausflug, denn als weiteres Highlight spendieren wir Ihnen in ausgewählten Reisezeiträumen noch eine Antalya City Tour. Erst schafft eine Stadtrundfahrt den nötigen Überblick, dann geht es zu Fuß auf Entdeckungstour. Ob Altstadt, Märkte oder Yachthafen, hier findet jeder etwas zu bestaunen.
Erleben Sie eine Woche im 5-Sterne-Villa-Sea-The-Residence und freuen Sie sich auf die Vielfalt Ihres nächsten Urlaubs an der türkischen Riviera. Schauen wir uns mal die Preise an, ganz spontan am Freitag hier im Dezember. 229 Euro ab München, 285 Euro ab 6. Was sind die 285 Euro am 6.12. ab München, sehe ich hier. Ah. Und später im Dezember haben wir sogar 229 Euro. Jetzt habe ich es richtig. Und der Januar dann 259 auch. Also da sind im Februar wieder 229. Wirkliche Toppreise. Und Sarah hat es ja richtig gesagt. Gerade im Winter ist natürlich die Türkei deutlich ruhiger. Ja, hat man viel mehr Platz dann auch mal, um Ausflüge zu machen. Nicht so heiß. Man kann die Wellnessangebote nutzen. Und vor allen Dingen, das darf man natürlich nicht vergessen, man entflieht diesen Winter hier in Deutschland. Das können Sie natürlich aber auch dann im Frühling buchen. April 3,99 Euro, das bleibt im Mai so. Der Juni mit 5,49 Euro und Juli 689 Euro. Etwas teurer. Die Preise im August, September, Oktober liegen dann bei etwas über 600 Euro, im Oktober wieder drunter. Also ein richtig schönes Angebot, wenn Sie mich fragen. So günstig wie noch nie das Villa Cedar Residence inklusive dem Genusspaket im Wert von 125 Euro. Mit dem Ganztagesausflug nach Antalya. Wie gesagt, das gilt nur bis zum 18.04. Nutzen Sie die Möglichkeit und buchen Sie schnell. Top-Preis-Leistungs-Verhältnis hier an der Riviera mit der 213482. Klar, mit der Sarah und einem weiteren Angebot. Du hast es ja schon angekündigt. Diesmal bleiben wir in der Umgebung. Zumindest bleiben wir, sag ich mal, erzgebunden, heißt das im Fachjargon, dass man eben mit dem eigenen Auto die Reise antritt. Hat ja auch viele Vorteile. Man macht den Kofferraum auf, packt den ganzen Kladderadatsch da rein. Gibt kein Mindestgewicht oder Minimalgewicht, das man beachten muss. Man kann losfahren, wann man will. Man kann halten, wann man will. Man kann ein paar Routenabänderungen vornehmen. Man kann Freunde unterwegs besuchen und man braucht nur noch ein Ziel. Das haben wir, ne? Ja, wir haben ein wunderbares Ziel in der Sächsischen Schweiz. Das ja? Möchtest es du sagen, was ich sagen? Wie, darfst du gerne, bitte, es bitte. Es ist das Hotel Lindenhof in Bad Schandau. Und dazu habe ich ein paar Holiday-Check-Bewertungen rausgesucht, weil es eine unglaublich gute HC-Rate hat. Mhm. Wir liegen hier nämlich bei 97% bei den Weiterempfehlungen. Bei 134 Bewertungen, also ist schon sehr, sehr gut. Echt toll, ja, muss ich echt sagen. Und dann habe ich natürlich auch ein paar einzelne Bewertungen mitgebracht, zum Beispiel von der Annette, die war jetzt im März 2019 dort. Gerne wieder im Lindenhof Bad Schandau, schönes familiär geführtes Hotel in guter Ortslage von Bad Schandau. Wunderschöne Wanderungen in der Umgebung möglich, zentrale und dennoch ruhige Lage. Wir waren mit Hund, es hat an nichts gefehlt. Das ist auch ganz wichtig. Wir kriegen immer mal wieder die Frage, habt ihr auch Hotels, in denen Hunde erlaubt sind? Haben wir. Wir haben sogar eine extra Landingpage dafür, aber davor immer am besten im Hotel anfragen. Kann ein bisschen was extra kosten, aber in der Regel bekommt man da dann ganz schnell eine Antwort. Mirko schreibt, ein sehr zu empfehlendes Hotel in Bad Schandau, gibt auch 6 von 6 Sonnen. Inmitten der Sächsischen Schweiz gelegen, ist das Hotel ein guter Ausgangspunkt für vielfältige Aktivitäten. Das Personal ist stets nett und freundlich. Hervorzuheben ist das hervorragende Frühstücksbuffet und die Speisen im hoteleigenen Restaurant. Das mit dem Frühstücksbuffet zieht sich ungefähr durch alle Bewertungen durch. Und die Vera schreibt, sehr empfehlenswert, auch sie gibt 6 von 6 Sonnen, die war jetzt erst vor wenigen Tagen anscheinend dort, die Bewertung ist ganz frisch. Sehr nette Mitarbeiter, tolles Zimmer, sehr groß, für uns mit Kind sehr erholsam, wir haben uns sehr wohl gefühlt, wir kommen gerne wieder, also es ist wirklich ein Hotel, in dem jeder, ob mit Hund oder Kind, willkommen ist. Und das Schöne ist ja, es ist ein super Ausgangspunkt auch für ganz tolle Fahrten, für tolle Exkursionen, die Sächsische Schweiz, also gerade das Elbsandsteingebirge, wunderschön, im Elbtal dort ein bisschen zu wandern oder einen Spaziergang zu machen, je nach Kondition, dann hat man die Möglichkeit, sich natürlich Dresden anzugucken, Meißen. Mit dem Schiff nach Dresden auch toll. Wirklich wunderschön. Und ich kann nur Meißen empfehlen. Also Meißener Porzellan kennt man. Man kann auch die Manufaktur dort besichtigen. Aber generell das Städtchen ist auch total schön. Liegt auch an so einem Steilhang direkt. Und natürlich kann man auch Ausflüge dann entlang der Elbe machen. Mit dem Fahrrad zu Fuß oder natürlich mit dem Auto, wenn es schon vor Ort ist. Und wenn Sie wieder zurückkommen ins Hotel, gehen Sie einfach 40 Meter weiter. Und da ist schon die Toskana-Therme. Und dort haben Sie die Möglichkeit, dann nochmal 2 Stunden ganz entspannt zu relaxen. Das ist auch schon im Preis inbegriffen. Einmal der Eintritt. 2 Übernachtungen, die
die 69, 99 Euro sind wirklich für zwei Übernachtungen wohlgemerkt und ein Upgrade auf ein Doppelzimmer Superior, beziehungsweise vom Einzelzimmer auf Doppelzimmer Mansarde haben wir auch von November bis März. Und Halbpension ist dabei, du hast das Frühstücksbuffet schon angesprochen. Natürlich gibt es auch am Abend ein richtig schönes Essen. Wir schauen uns mal die ersten Bilder aus dem Hotel Lindenhof Bad Schandau an. Erleben Sie die faszinierende sächsische Schweiz im Winter. Staunen Sie über tolle Panoramen und zauberhafte Motive. Wer über Weihnachten reist, darf sich zudem über ein tolles Weihnachtsprogramm freuen. Ihr Zuhause auf Zeit ist der Kurort Bad Schandau, rund 40 Kilometer von Dresden entfernt. Der idyllische Ort liegt perfekt für einen Besuch der Bastei, einer Felsformation mit Aussichtsplattform. Nur circa 20 Minuten trennen Sie von diesem gigantischen Naturphänomen. Ihr Ausgangspunkt ist das traditionsreiche Hotel Lindenhof. Guter Service, Stil und Ambiente werden hier großgeschrieben. Zudem glänzt das Hotel mit einer fast 100-prozentigen Weiterempfehlungsrate. Ein gemütliches Ambiente erwartet Sie auch in Ihrem persönlichen Reich, das in bestimmten Reisezeiträumen mit einem Upgrade ein schickes Superior-Zimmer ist. Dank unserem kulinarischen Upgrade auf Halbpension lassen Sie sich abends ein Dreigang-Menü schmecken. Und wir haben noch ein Extra für Sie. Ein 2-Stunden-Ticket für die Toskana-Therme Bad Schandau. Relaxen Sie im Thermalbad oder im Liquid Sound Tempel und lassen den Tag Revue passieren. Aufgrund der Nähe zu Dresden sollten Sie unbedingt auch Sachsens Glanz und Gloria kennenlernen. Der Anblick der prachtvollen Elbmetropole wird Sie garantiert zum Staunen bringen. Kommen Sie mit uns in die Sächsische Schweiz. Jetzt schauen wir nochmal auf die Webseite, denn wir haben was ganz Spezielles, wenn Sie noch nicht wissen, was Sie Weihnachten machen. Meistens heißt es ja, was machst du eigentlich Silvester? Könnte man hier auch hier fragen, was machst du eigentlich Weihnachten? Für 60 Euro mehr können Sie dann praktisch vom 23. bis 25. Dezember das Weihnachtsbuffet und den ersten Weihnachtstag dort das große Frühstück mitgenießen. Gesamtpreis hier 318 Euro für zwei Personen, also 159. Das nochmal ein Spezialpreis, den man machen kann. Weißt du schon, was du Silvester machst? Eiskalt erwischt. Ja, ich werde wahrscheinlich hier sein. Das ist doch auch schön. Ja, sehr gut. Total schön, ja. Freue ich mich schon richtig drauf. Wir haben ja auch hier eine große Silvestershow den ganzen ja, Tag mit Kai. Das wird super sein. Dabei sein, ja. Prima. Sarah, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Hat mich auch sehr gefreut. Vielen Dank für alle Infos. Es ist immer wirklich sehr, sehr schön, dass man auch Reaktionen hört, weil wir natürlich immer wieder wissen, welchen Qualität wir auch anbieten, ja, und freuen uns immer, Angebote zu präsentieren. Aber es ist natürlich für uns auch wichtig, dass man dann wirklich mal Feedback bekommt. Wie ist es denn eigentlich vor Ort? Wie nehmen die Gäste das an? Was sagen sie zu Wellnesspaketen und zu einigen Hotels? Freuen wir uns auch immer sehr drüber. Wir haben eine tolle Community, die uns das auch immer wissen lässt. Zum Großteil kriegen wir sogar immer positives Feedback, was natürlich noch schöner ist. Ja, aber Kritik ist auch gut. Gehört dazu. Da freuen wir uns auch. Ja, dann können wir reagieren. Ganz genau. Man kann ja auch immer Sachen verbessern. Bei diesem Angebot hier ist jetzt ehrlich gesagt in Sachen Preis echt nichts verbesserungsfähig. Das muss man echt mal sagen. Also richtig schön günstig. Wir haben ja Upgrade auf Halbpension. Die Toskana Therme ist dabei. Alle Termine, ein Preis, wie gesagt, bis auf die Weihnachtstage und eine Holiday-Check-Weiterempfehlungsrate. Du hast gesagt, bei 97% lag die, ne? War richtig? Ich glaube, 97%. Ja, 97%, also 97% waren es. Also extrem hoch und das für 99 Euro. Unser Hotel Lindenhof Bad Schandau in Sachsen mit der 213-539. Day by day, feel the light. Day by day.